von meiner Oma und meine Bastelecke gewesen, wo ich vor 4 Jahren mir da was gebaut habe. Kleine Solarzellen, so eine Kalkbatterie habe ich von der Vergangenheit. Hier sieht man noch die Reste, die Überreste von meiner Solaranlage, von meiner Aufbau. Überreste noch hier. Die Überreste von dem dicken Kabel. Denkt ihr, man kann das Kabel vielleicht für meinen Garten auch benutzen? Was meinst du, Libby? Kann man das benutzen? Habt ihr noch einen Kompressor? Den kann man sicherlich an eine Solaranlage anschließen, oder? Kann man das benutzen, Libby, oder? Man das hier verwenden kann. Dann muss ich mir noch einen Schlauch besorgen. Da habe ich ja noch einen Rasenmäher, einen elektrischen. Den wollt ihr auch per Solarzelle betreiben. Der hat sicher so viel Kilowattstunden eigentlich. Da die anderen Sachen, was da Oma gehört. Im Haus habe ich die anderen Sachen. Und ich zeige euch die Tauchpumpe. Die geplante, die schon fertig gebaut ist. Die werde ich auch zusätzlich mit dem Wechsellicht ausstatten. Den selbstgebauten natürlich, wenn ihr es wollt, wenn ihr wollt. Spinnnetze hasse ich. Da ist der Kohlenbunker. Und dann zeige ich euch, was der Kohlenbunker ist. Und zwei. Zwei, vier. Und das da. Dann hier. Dadurch mal die Fackel, künstliche Fackel herstellen. Wollte den Kohlenbunker ausleuchten. Da sind hinten die Kohlen. Das sind die Kohlen eher. Das sind die Kohlen eher. Aus. Dann immer ein. Das ist hier der andere Raum. Da war früher die Pumpe für den Brunnen. Ja. Dann ist die Stromsteckdose im Haus. Irgendwo da ist der Eisenbahntrafo. Weiß nicht genau, wo er ist. Eigentlich weiß ich nicht genau, wo er ist, meine Kollegen und Kolleginnen und Libby. Eisenbahntrafo. Vielleicht ist er da hinten. Na, nur Werkzeug eigentlich. Nee, nur Werkzeug.
Wochenende auch nicht. Das war mal der Keller, Libby, Excel for free. Das ist unsere Gastherme, komplett Anlage. Die kann man irgendwo öffnen hier. Gastherme, das ist das andere von Hauer. Zeigt gerade 40, 50 Grad an. Sind die Pumpen. Grundingpumpen, alte. Das ist der Keller. Und alles Akku betrieben jetzt bei der Oma, die Geräte. Das war die alte Pumpe, die war früher am Herrensee unten. Ob man die, wie viel Watt hat die? Immer wie viel Watt hat die, ja. Jetzt 50 Watt. 800 Watt Pumpe, die hat 800 Watt. Die kann man, glaube ich, nicht betreiben mit dem Wechselrichter. Da braucht man, glaube ich, einen 1000 Watt Wechselrichter, oder Libby? Da brauche ich auch große Zellen, um die zu betreiben. Eigentlich. Dabei brauche ich nur eine kleine Zelle. Wie viel Watt hat die Pumpe, die Tauchpumpe? Vielleicht 80 Watt? 40, 50, 60 Watt, vielleicht 100 Watt. Vielleicht 100 Watt. Das ist jetzt der Anschluss von der Tauchpumpe am Brunnen. 32 Volt Pumpe. Das sind nur die Kabel, ja. Nur das Kabel raus. Und das ist es. 57 Volt Kabel. Oho, 450 Volt, 750 Volt. Das Kabel an den Wechselrichter. Ob ihr es testen könnt, vielleicht. Sobald ich eine Solarzelle habe oder Akku, könnte ich es testen per Laderegler. Könnte das System hier mal testen und dann transferiere ich so auf zum Haus und wird dort fix eingebaut. Und der Garten. Ich frage mich, wo dieses Winterradl hinkommen ist, mein eigen gebautes, das da hinten stand. Weiß nicht, wo ich es hingebaut habe. Über die Bootsvermietung. Da ist das Kabelgewirr. Das da ist inaktiv, das System. Das ist inaktiv. Das ist ein inaktives System. Jetzt tun wir so aus. Das System ist inaktiv eher. Unsere Tomaten. Kürbisanzucht, Chili. Haben wir jetzt im Garten da.